Bunte Vielfalt in Hamburg. Regenbogenflagge weht am Rathaus. Schutz von Grünflächen. Stadtreinigung wirbt für weniger Müll. Alkoholverbot am Hauptbahnhof. Kritik gegen Pläne der Innenbehörde. Am Freitagvormittag wurde am Rathaus die Regenbogenflagge gehisst. Damit läutete Hamburgs zweite Bürgermeisterin und Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank die Pride Week in Hamburg ein. Es ist ein eher fröhliches Ereignis. Mit dem Hissen der Regenbogenflagge am Hamburger Rathaus setzt auch der Senat und Parlament ein buntes Zeichen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Dieses Jahr wird die Pride Week thematisch von Selbstbestimmung jetzt, verbündet gegen Transfeindlichkeit, geleitet. So soll queeres Leben an jedem Tag im Jahr offen gelebt werden. Keine Person soll wegen sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität Angst haben müssen. Und gerade deshalb ist es so wichtig, nicht nur mit dem Hissen der Flagge am Rathaus, sondern an vielen öffentlichen Gebäuden und bei Unternehmen von Hamburg aus ein ganz starkes Signal zu senden. Wir sind eine offene Stadt, die auf Vielfalt, die auf Akzeptanz unterschiedlicher Lebensentwürfe sitzt, gleiche Rechte für gleiche Liebe und gegen jede Form von Ausgrenzung und Diskriminierung. Und wir müssen aber natürlich weiter wachsam sein als gesamte Gesellschaft. Das ist kein Kampf, den die Community alleine kämpft, sondern sie braucht Verbündete. Und deshalb ist die Pride Week, deshalb ist der CSD so wichtig. 2022 wurde die zunehmende queerfeindliche Gewalt diskutiert. In Hamburg wurden 2021 noch 69 Straftaten von Hasskriminalität gegenüber Menschen der queeren Community polizeilich gemeldet. Nach Angaben der Polizei sind die Straftaten im letzten Jahr mit insgesamt 56 zurückgegangen. Dieser Trend soll fortgesetzt werden. Wie die Teilnehmenden selbst ist auch das Programm vielfältig. Von bestimmten verschiedenen Parteien, Unternehmen, der Handelskammer organisiert, Diskussionsformate, wo man sich informieren kann, austauschen kann, vernetzen kann, vielleicht auch das ein oder andere Vorurteil abbauen kann. Und ich hoffe, dass viele Hamburgerinnen und Hamburger davon Gebrauch machen und sich einfach ins Getümmel stürzen. Im letzten Jahr haben laut Hamburg Pride rund 300.000 Menschen, auch aus der Mehrheitsgesellschaft rund um die Binnenalster, bunte Vielfalt gefeiert und gemeinsam getanzt. Immer wieder wird Müll in Hamburg achtlos weggeworfen. Besonders in Parks und Grünanlagen sind die Ausmaße von Grillabenden häufig noch am nächsten Tag zu sehen. Gemeinsam mit der Umweltbehörde bemüht sich die Stadtreinigung um Aufklärung. Herr Sichau, Clean Schnack, Reden über Müll. Das ist ja ein Projekt, das Sie als Stadtreinigung zusammen mit Umweltsenator Kerstan ins Leben gerufen haben. Wie läuft denn das ab? Wie kommt man mit Ihnen über Müll ins Gespräch? Naja, wir beide kommen jetzt gerade ins Gespräch. Eigentlich wollte ich heute mit Senator Kerstan bei Planten und Blumen sein und dann Leute direkt ansprechen auf den Wiesen, vielleicht beim Picknicken auf der Wiese. Wegen des Wetters fällt das aus. Und wir haben das aber im letzten Jahr einmal sehr intensiv gemacht, Senator Kerstan und ich. Und wir haben mit Clean Schnack schon 12 Kampagnen gehabt. Also wir sind in allen großen Parks gewesen, haben dann die Menschen angesprochen, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern wir wollen sie davon überzeugen, dass ein sauberer Park doch viel schöner ist, dass man da viel besser picknicken kann, viel besser ein wenig Urlaub machen kann, als wenn alles so schmuddelig aussieht, verdreckt aussieht, Essensreste herumfliegen. Und wir waren mit unserer Kampagne, muss ich sagen, wirklich sehr erfolgreich, sind sehr gut ins Gespräch gekommen. Und wir haben viele Dinge verteilt, mehrere hundert solcher Taschenaschenbecher. Und es gibt ja auch Abfälle, die dann auch ja, gefährlich sein können. Irgendwelche Kronkorken oder irgendwelche spitzen Gegenstände oder Essensreste oder was viele auch noch machen, grillen dann auf der Wiese, also mit diesen Eimergrills. Und das ist sowieso verboten. Und insofern, glaube ich, war das bisher eine sehr erfolgreiche Kampagne. Und wir haben auch gesagt, das ist so eine Art Wohnzimmerkampagne, weil die Leute sich einmal in den Parks wie zu Hause fühlen sollen. Und sie sollen die Parks auch so sauber halten, also alles mitnehmen, was sie mitgebracht haben, wieder in die entsprechenden Behältnisse, Papierkörbe tun oder es im Zweifel mit nach Hause nehmen, damit das dann auch so bleibt wie ihr eigenes Wohnzimmer und das auch für längere Zeit. Nach der Veröffentlichung des geplanten Alkoholkonsumverbots rund um den Hauptbahnhof ist nun auch Kritik an dem Konzept laut geworden.
Nach Meinung der Linken richte sich das geplante Verbot vor allem gegen Obdachlose und Suchtkranke und ermögliche der Polizei, diese zu kriminalisieren und letztlich zu vertreiben. Auch die drogen- und suchtpolitische Berichterstatterin und Bundestagsabgeordnete Linda Heidmann von den Grünen kritisiert die Pläne. Sie fordert unter anderem einen sogenannten Trinkraum in Bahnhofsnähe, um Suchtkranken weiterhin Aufenthaltsangebote machen zu können. Ab dem morgigen Samstag wird der S-Bahn-Verkehr im Citytunnel für mehr als 5 Wochen vollständig gesperrt. Grund hierfür sind nach Angaben der Deutschen Bahn Gleiserneuerungen. Die Linien S1 und S3 werden über den Bahnhof Dammtor umgeleitet. Die Linien S2 und S11 fallen ersatzlos aus. Ab dem 24. August soll die Linie S11 dann ersatzweise zumindest zwischen Berliner Tor und Poppenbüttel fahren. Die Anti-Gender-Initiatorin Sabine Mertens hat sich zum Ausschluss der CDU von der Christopher Street Day-Parade geäußert. Die Volksinitiative setze sich für eine verständliche Sprache ein, die alle Menschen erfasse, unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung, heißt es in einem Statement. Der Christopher Street Day sei eine beeindruckende Veranstaltung, die die Liebe feiert, zu der ganz selbstverständlich auch die Liebe zwischen Männern oder Frauen gehöre. Das Thema Gendern sei davon unabhängig, daher könne man den Ausschluss der CDU nicht nachvollziehen. Die CDU hatte die Anti-Gender-Initiative aktiv in der Unterschriftensammlung unterstützt. Die für morgen Nacht geplante nächtliche Sperrung auf der A7 ist wetterbedingt abgesagt worden. Nach Angaben der Autobahn GmbH sollen die Arbeiten stattdessen auf die heutige Nacht vorverlegt werden. Dabei soll es jedoch zu keiner vollständigen Sperrung kommen. Die Fahrt Richtung Nord soll während der Bauarbeiten ab Freitagabend 20 Uhr bis Samstagmorgen 8 Uhr auf einen Fahrstreifen reduziert werden. In der Nacht zu Sonntag sollen dann zwischen 22 und 5 Uhr die Restarbeiten ebenfalls mit einem verfügbaren Fahrstreifen stattfinden. Auf der Linie U1 kommt es am Sonnabend, den 29. Juli, zwischen den Haltestellen Wandsbek-Markt und Wandsbek-Gartenstadt zu einer ganztägigen Sperrung. Nach Angaben der Hochbahn wird der Bahnbetrieb zwischen 6 und 22 Uhr eingestellt und durch Busse ersetzt. Grund hierfür ist der Einbau eines Prellbocks, wofür der Strom abgeschaltet wird. Auch im Anschluss kommt es auf der Strecke zu Einschränkungen. Noch bis zum 21. Dezember verkehren die Züge aufgrund anhaltender Brückenarbeiten zwischen Wandsbek-Markt und Wandsbek-Gartenstadt im 15-minütigen Pendelbetrieb. Die Strandperle gehört zu den bekanntesten Restaurants am Hamburger Elbstrand. Anlässlich ihres 50. Geburtstags haben wir uns das Lokal einmal während der Hochsaison angeschaut und gemeinsam mit den Betreibern zurückgeblickt. Ein kühler Drink in der Sonne und der Blick auf das glitzernde Wasser. Mehr Strandfeeling als in der Strandperle gibt es in Hamburg nirgends. Das Lokal ist 50 Jahre alt geworden und wie immer bei warmem Wetter sehr gut besucht. Man hat einmal im Hintergrund einfach die Robustheit des Hafens und dazu Sand unter den Füßen, schönes Getränk, was Leckeres zu essen, Fischbrötchen auf die Hand und glücklich sein. Kurzurlaub. Bisschen oldschool, die Tische, da ist der Lack schon mal ein bisschen ab, bisschen schrabbelig. Aber so ist es ja bei Oma zu Hause auch. Und ich glaube, deshalb fühlen sich die Leute auch so wohl. Sie kommen hierher, es gibt kein Shishi, wir sind kein großer Beachclub mit viel Musik und Lounge-Möbeln. Platz für jedermann. Tatsächlich. Wir haben einmal bei den Gästen nachgefragt, warum sie heute hierher gekommen sind und viele finden ihren Weg aus ganz Deutschland in die Strandperle. Wir kommen jetzt schon seit vielen Jahren hier. Also immer wenn wir auf Urlaub hier sind, kommen wir zur Strandperle. Das ist schon fast ein Muss. Und heute hat Klaus Geburtstag. Und gerade besonders zum Geburtstag müssen wir natürlich ein Frühstück hier auf der Strandperle genießen. Also ich kenne die Strandperle ja schon seit 50 Jahren. Und es ist immer irgendwie was Faszinierendes, hier am Wasser zu sitzen, die Füße im Sand zu haben, die ganze Atmosphäre. Ich bin tatsächlich aus Freiburg und bin erst seit gestern in Hamburg und das ist meine große Tochter, die mich jetzt hierher ausgeführt hat, damit wir uns den schönsten Platz in Hamburg angucken. Genau. Ich kenne das noch gar nicht, für mich ist es neu. Ich wollte einfach mal den Elbstrand zeigen und ich finde, wenn man am Elbstrand ist, dann isst und trinkt man am besten in der Strandperle, deshalb bin ich heute hier. Dass man direkt am Wasser sitzen kann, Hafen gegenüber. Also wir kommen aus Süddeutschland und das ist dann sehr atmosphärisch für uns. Jetzt habe ich die Füße hier im warmen Sand, das ist wunderbar, den Blick aufs glitzernde Wasser, das ist echt schön hier. Beliebt war das kleine Fleckchen am Hafen schon immer. Die Ursprünge der Strandperle reichen bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zurück und schon damals war ordentlich Betrieb am Strand. Es war früher eine Milchhalle, der kleine Kiosk, gab also nur diesen Kiosk. Und war eigentlich immer ein Familienbesitz auch. Und früher lagen hier auch Boote. Es war ein Anleger, der hier in die Elbe ging. 1973 wurde dann der Name Strandperle von dem damaligen Betreiber-Ehepaar erfunden. Und das war die Geburtsstunde sozusagen.
Und der wird heute sogar mit einem neuen Stein im Boden am Eingang gedacht. Daneben die Erinnerung an den 25. Geburtstag. Vor 12 Jahren wurden Kiosk und Terrasse dann noch etwas erweitert, eine Küche eingebaut und jetzt kann man hier Frühstück, Mittag und Abendessen genießen. Für die Gäste ist der Platz am Wasser optimal, doch die Gastroanlieferungen sind eine große Herausforderung. Das Ganze findet alles über den Museumshafen statt. Die letzten Meter dann per Elektroameise und alles andere ist dann Handarbeit die Treppen runter. Wir haben große Hoffnung, dass wir in diesem Jahr auch mit der HPA und der Stadtreinigung zusammen eine Lösung finden, dass wir über den Strand mit einem Strandbuggy anliefern können. Wir wünschen uns das natürlich, so wie es in anderen Strandorten ist, St. Peter-Ording, was weiß ich, also da ist das ja auch irgendwie machbar. Einen kleinen Geburtstagswunsch gibt es also auch und der wird ja vielleicht schon bald erfüllt. Na, es gibt vorübergehend ein bisschen Abwechslung beim Wetter. Schauen wir mal gemeinsam auf die Aussichten. Herzlich willkommen zum Wetter. Auf ihrer Reise um die halbe Nordhalbkugel kommen in den kommenden Tagen immer wieder Tiefdruckgebiete bei uns in Hamburg vorbei, sind Gast in der Hansestadt und bringen Geschenke mit, die nicht jeden und jede erfreuen. Meistens sind es dichte Wolken und Regen. Milde Luftmassen zumindest mal morgen am Samstag. Danach wird es dann gleich wieder wechselhafter und auch ein bisschen kühler im Laufe der kommenden Woche. Jetzt in der kommenden Nacht haben wir es mit dichten Wolken zu tun. Ab und zu lockert die Wolkendecke mal auf. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte um 16 Grad. Der Tag morgen beginnt dann auch meistens mit dichten Wolken, Schauerwetter, schon morgen zum Frühstück. Das Ganze bei Frühtemperaturen von 17 Grad und die milde Luftmasse, die von Südwesten hereinströmt, bringt uns immerhin Temperaturen über der 20-Grad-Marke. Auf 23 Grad steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag an. Es bleibt dabei aber meistens dicht bewölkt. Ab und zu schimmert die Sonne mal durch die Wolken hindurch. 3 Stunden Sonne bekommen wir über den Tag verteilt zusammen. Am Abend lässt die Schauerneigung ein bisschen nach. In der Nacht zum Sonntag ist es meistens trocken. Der Sonntag selbst beginnt dann auch meistens trocken mit Frühtemperaturen um 14 Grad. Nachmittags bilden sich große Wolkentürme. Es gibt Schauer und einzelne Gewitter. Dazu starke Windböen, vereinzelt auch stürmische Böen. Die Tagestemperaturen bei 21 Grad. Und die neue Woche, ja, sie beginnt so, wie diese Woche zu Ende gegangen ist, mit vielen Wolken, immer wieder Regenschauer, immer wieder Regen. Und nach den richtig schönen Momenten mit viel Sonnenschein muss man ein bisschen suchen, vielleicht am Mittwochnachmittag mal 2 Stunden lang. Mit den Aussichten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht.